Moin und herzlich willkommen zu einem ganz spontanen Unpacking-Video. Eigentlich befinde ich mich gerade in einer Lernphase, wo ich nicht so viel Zeit finde, Videos zu drehen und nicht so die Ruhe und die Gedanken dafür habe, auch wenn ich es irgendwie vermisse. Aber heute hat mich ein Paket erreicht und eben beim Öffnen des Pakets dachte ich, nein, das muss ich würdigen, indem ich ein Unpacking-Video dazu drehe. Deswegen habe ich mich jetzt ganz spontan hingesetzt, um euch oder um mit euch zusammen das Paket zu öffnen und zu schauen, was da alles drin ist. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, um euch zu erklären, von wem denn überhaupt dieses Paket ist. Das Paket ist vom Mainwunder, von der Mainwunder-Agentur, die halt Verlage unterstützt, besondere Bücher zu bewerben. Und dazu haben sich jetzt ein Booktuber-Team zusammengestellt. Und ich habe mich dazu entschlossen, einzutreten, weil ich einfach die Bedingungen sehr, sehr fair finde und das wirklich nach tollen, besonderen Büchern klingt. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, denn Mainwunder macht dann mehrere Kampagnen mit mehreren Booktubern, um dieses Buch zu bewerben. Und man darf sich aber selbst aussuchen, an welchen Kampagnen man teilnehmen möchte. Also wirklich nur die Bücher zu lesen und vorzustellen, die einen wirklich interessieren. Außerdem macht man dann ein Video darüber, was man selbst gestalten darf. Also es wird einem nichts vorgegeben und man wird mit einer Aufwandsentschädigung zusätzlich unterstützt. Aber ich werde natürlich weiterhin meine ehrliche Meinung kundtun und auch das steht in den Bedingungen mit drin, dass das denen durchaus klar ist und dass wir auf jeden Fall natürlich und unsere eigene Meinung sagen werden. Aber ihr werdet dann halt in Zukunft eventuell ein paar Rezensionsexemplare, im Grunde ist es auch nichts anderes als Rezensionsexemplare, die mir halt nicht vom Verlag, sondern eben von der Mainwunder-Agentur zugeschickt wird. Ja, und als kleines Willkommenspaket habe ich halt eben so ein kleines Päckchen bekommen. Ich dachte, da wäre jetzt das erste Buch drin, ja, wo ich die erste Kampagne mit gestalte bzw. mitmache, aber hier war viel mehr drin. Und zwar hatten sie gesagt, dass sie ja ein kleines ja, Willkommensgeschenk an uns schicken, aber damit habe ich gar nicht mehr gerechnet und auch nicht, dass das so liebevoll verpackt wird. Und ja, ich habe das Päckchen aufgemacht und schaut mal, wie das schön aussieht. Also deswegen, ich musste da ganz dringend ein Unpacking drehen. Zum einen sind hier zwei süße Postkarten. Du bist mein Wundervoll. Da steht jetzt nichts drauf, aber das glitzert auch schon herrlich. Und dann auf der anderen Karte steht einmal Danke und dann noch eine liebe Nachricht. Liebe Ramona, so schön, dass du ein Teil der Mein Wunder Booktuber bist. Hier findest du jetzt alle Dinge, die wir selbst sehr gerne mögen, Persönliches und Besonderes und viel Glitzer. Dazu zwei Geschenke, die wir für dich haben anfertigen lassen und wir hoffen, es gefällt dir. Dein Mein Wunder Mädels, Tanja, Nina, Becky, Lena und Gospa. Ja, auf jeden Fall sind die Mädels sehr, sehr nett. Also in dem Kontakt fand ich, waren die auch wirklich sehr, sehr engagiert und sehr, sehr lieb. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit und bin gespannt, welche Bücher sie immer auswählen werden, beziehungsweise welche zur Auswahl stehen. Ja, und dann wollen wir jetzt mal auspacken, dieses wunderschöne Glitzer-Pink-Paket. Hier haben wir zum einen einmal ein Pflegebad Bio-Hibiskus Rose von Dresdner Essenz. Ja, baden geht immer, allerdings für mich nicht unbedingt, weil also bei der Hitze kann ich eh nicht baden. Also ich glaube, baden, das werde ich dann eher verschenken. Ich bin nicht so der Badetyp, aber trotzdem finde ich das sehr niedlich. Hier ist nochmal ein Badesalz, und zwar Granatapfel, Kakaobutter, freudeschenkendes Badesalz, eine Portion Danke, auch sehr süß. Muss mich noch an die Kamera gewöhnen, an die Handykamera, wo ich was hinzeigen muss, damit ihr das gut sehen könnt. So, und jetzt kommt was, ja, sehr schön. Ein Erfrischungsgetränk, und zwar Tonic, Jordan's Tonic, London Premium Pink, also Gin Tonic, um es kurz zu machen. Wahrscheinlich noch mit irgendwas Fruchtigem dabei, kann ich mir vorstellen. Also ich werde jetzt auch Werbung einblenden müssen, weil da ja auch mehrere einmal wegen mein Wunder, also für dieses Video, um das nochmal klarzustellen,
habe ich jetzt keine Aufwandsentschädigung bekommen. Das werde ich euch immer vorher sagen, falls das der Fall ist. Hier, das ist ein freiwilliges Video, weil ich einfach das Paket so niedlich fand, bevor ich da irgendwas ausgepackt habe. Ja, also das finde ich jetzt im Sommer sehr, sehr klasse und den Tonic trinke ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Ist wirklich sehr erfrischend und lecker. Und ich bin gespannt, ob das einfach normal nach Gin Tonic schmeckt oder ob das irgendwie auch noch irgendeine andere Frucht mit drin hat. So, ja, alles farblich wunderbar gestaltet. Hier haben wir nämlich noch Smarties. Ja, rascheln kann man nicht, aber die sind pink, beziehungsweise es sind nicht Smarties, sondern M&Ms und die sind pink eingefärbt und auch das Logo von Mein Wunder ist da drauf. Ich glaube, das ist so ein Kolibri. Gucken, ob ich das euch irgendwie zeigen kann. Und auf anderen ist nicht nur der Kolibri drauf, sondern auch Booktuber. Ach, das ist ja cool. Ich würde gleich mal erst einen. Oh. Manche heißen, stehen auch Wunder drauf. Und mein. Süß. So, wo ist der Deckel? Jetzt esse ich euch wie hier was vor, ne? Aber jetzt kann man auch rascheln, jetzt wo ich was rausgenommen habe. Ja, sehr süß. Total niedlich, was sie sich da einfallen lassen haben. Oh, was ist das? Ein BB-Zauberstift Lippenpflege. Ja, noch nie gesehen. Getönte Pflege für schöne, sanfte Lippen. Das ist ja interessant. Kann ich jetzt nur nicht ausprobieren, weil ich schon Lippenstift drauf habe. Sieht aus wie so ein, ja, Wachsmalstift irgendwie. Aber die Farbe gefällt mir schon mal sehr gut. Nicht zu auffällig. Aber ja, wo mache ich jetzt weiter? Hier ist noch so viel drin. Und ganz viel von diesem Kröselkram. So, okay, machen wir einfach mal mit diesem kleinen Päckchen weiter. Ich bin ja auch total gespannt darauf, was sie da personalisiert oder anfertigen lassen haben. Völlig verrückt. Was ist das? Okay, das scheint ein Deckel zu sein. Da steht nämlich Hashtag Lieblingsflasche drauf. Das ist so ein Holzdeckel mit so einem Gummiverschluss. Dann wird vielleicht da auch noch eine Flasche drin sein. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, machen wir noch das zweite Papierding. Ein Sieb, okay, das gehört wahrscheinlich auch zu dieser Flasche. Ich kann mir noch nicht so richtig drunter vorstellen, was das sein wird. Alles mysteriöse Sachen. Hier ist noch so ein kleines Säckchen Key Moments. Das ist sehr cool. Ich weiß zwar nicht genau, was es ist. Ist das ein Armreif? Und zwar ist das so ein Reifen. Und das können kann ich euch wahrscheinlich nicht einfangen. Da steht Litterer drauf. Ganz klein ist da Litterer drauf. Gucken, ob das tatsächlich ein Reif ist. Können Sie mir vorstellen, dass es so gehört? Vielleicht haben ja irgendwelche Booktuber-Kollegen, die auch dabei sind, eine Ahnung. Und hier am Rand ist auch noch so ein kleines Steinchen eingelassen. Total cool. Edel. Ja, richtig, richtig cool. Ja, ich kann es euch, glaube ich, nicht zeigen. Ihr seht es, glaube ich, nicht, ne? Dass da Litterer drauf steht. Ja, ihr müsst es mir jetzt einfach glauben. Okay, das ist also eins, was auf jeden Fall extra angefertigt wurde. Richtig, richtig cool. Vielen lieben Dank an das liebe Team. Ich werde euch auch noch mal schreiben, dass ich ein Video gemacht habe. Dann könnt ihr da vielleicht noch mal reinschauen. So, jetzt war hier so eine. Jetzt mache ich einfach alles auf, ohne euch das zu sagen. Jetzt mache ich die Schleife noch mal drum. Und zwar war das hier so ein, na, ein Zettelchen, Schriftrolle, wie auch immer. Halte ich mal auf. So, was haben wir da? Meine Lesewoche. Ja, das ist süß. Hat man hier so einen Überblick, wo man dann
Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter stehen hat und Buch der Woche schreiben kann. Das ist ganz niedlich, könnte man natürlich sich einscannen, damit man es immer wieder benutzt, aber ich glaube, dafür bin ich ein bisschen zu faul. So, was ist das hier? Hooray! Hooray? Muss man da jetzt irgendwas drehen? Oh Gott! Tatsächlich, und ihr habt es nicht gesehen! Wie cool! Hui! Das waren ganz viele goldene Glitzer. Ja, super, jetzt muss ich gleich saugen. Hätte ich mir auch aufbewahren können. Oh, ich hoffe, ihr habt irgendwas gesehen davon. Ja, es ist, ihr könnt hier die goldenen. Jedenfalls habt ihr den Knall gehört. So, was haben wir hier? Bookshopping. Ein Blog, wo man aufschreiben kann, welche Bücher man geshoppt hat oder vielleicht shoppen möchte oder halt auch andere Listen führen. Das ist immer gut. Listen mag ich. So. Und jetzt ist hier noch ein größeres Teil drin, hier so eingepackt. Ich könnte mir vorstellen, dass es was mit dem Filter und mit dem Deckel zu tun hat. Also hier verbirgt sich sowas. Oh ja, es ist aus Glas. Tatsache, das ist eine Glasflasche und auf der Flasche, das müsstet ihr vielleicht erkennen, steht mein Vorname, Ramona. Kennt man schlecht, ne? Vielleicht, wenn ich die Hand hier hinterhalte, so ganz professionell, wie das so die Leute machen. Ja, und dann auch wieder dieser schöne Kolibri. Ja, sehr, sehr süß. Und jetzt machen wir mal. Gehört das hier mit rein? So, kann man dann vielleicht, weiß nicht, Tee oder so reinmachen? So, wo ist der Deckel? Da. Ja, cool. Für irgendwelche, ja, Flüssigkeiten. Lieblingsflasche. Ist das denn ein Drehverschluss? Ja, ist ein Drehverschluss. Sehr, sehr cool. Ja, richtig, richtig tolles Paket, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Und hier ist gar nicht das Buch drin. Ich dachte, das Buch wäre hier auch noch irgendwo versteckt, aber das ist tatsächlich. Ist tatsächlich einfach nur in Anführungszeichen das Willkommenspaket gewesen. Wow, das war echt cool. Mit Überraschung und Glitzer, da war ja tatsächlich nicht zu viel versprochen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank an das Mein-Wunder-Team und ich freue mich schon auf die Kampagnen und ihr könnt euch auch schon freuen. Also eine Kampagne habe ich mich auf jeden Fall schon angemeldet und eine weitere Kampagne, die wird nicht nur über ein bestimmtes Buch sein, sondern tatsächlich über mehrere Videos und das ist auch ein tolles Thema, wo ich mich angemeldet habe und ja, da dürft ihr gespannt sein. Und ich freue mich drauf. Ja, das war's von mir und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder mit ein. Ich weiß noch nicht genau, wann das kommt, aber im Moment befinde ich mich, wie gesagt, noch in dieser blöden Lernphase und irgendwie, ja, bringt das alles durcheinander. Aber es wird auf jeden Fall wieder regelmäßiger Videos geben in den nächsten, ja, vielleicht 1, 2 Wochen, sage ich mal. Okay. Ich wünsche euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.